Denerim ist das Herz und die Seele von Ferelden, die Heimatstadt von König Kaelenhad und der Geburtsort von Andraste. Eigensinnig wie ein Mabari und ein ebenso treuer Verbündeter. Wenn wir Logan hier besiegen, wird der Rest der Nation sich uns anschließen. Meine Einberufung des Lanting war der erste Schlag. Im Moment sind wir im Vorteil. Er hat keine Wahl. Er muss sich zeigen und uns gegenübertreten. Er wird einen Gegenschlag ausführen. Die Frage ist nur, wie schnell? Logan, es ist eine Ehre, dass der Regent die Zeit findet, mich persönlich zu begrüßen. Wie könnte ich einen Mann nicht willkommen heißen, der so wichtig ist, dass er trotz der Bedrohung durch die Verderbnis alle adeligen Fereldens von ihren Anwesen wegholt? Wegen der Verderbnis bin ich hier. Nach Kaelins Tod muss Ferelden einen König haben, der es gegen die dunkle Brut führt. Ferelden hat in seiner Königin eine starke Monarchin und ich führe ihre Armeen. Ah, der Rekrut der Grauen Wächter. Dachte schon, dass wir uns wiedersehen. Mein Beileid für das, was den Euren widerfahren ist. Es ist bedauerlich, dass sie sich gegen Ferelden gestellt haben. Hütet eure Zunge, das ist meine Stadt. Kein guter Ort für Worte des Verrats, ganz gleich, wer sie äußert. Es heißt, eure Krankheit hätte euch geschwächt, Eamon. Nicht wenige machen sich Sorgen, ob ihr Ferelden weiterhin beraten könnt. Meine Krankheit? Nennt es doch ruhig euer Gift. Wie wird das wohl beim Landding klingen? Nicht jeder wechselt seine Loyalität so rasch wie ihr und diese Kriecher an eurer Seite. Ihr wart wirklich schon lange nicht mehr bei Hofe, Eamon. Erkennt ihr Randon Howe nicht, Arl von Amaranthine und Taryn von Hyever? Und seit Uriens beklagenswertem Schicksal bei Ostagar auch Arl von Denerim. Ein wahrhaft peinlicher Überfluss. Es ist entweder tollkühn oder sehr dumm von euch, den Taryn vor Zeugen zu bedrohen. Genug, Catherine. Nicht jetzt, nicht hier. Ich wollte euch dieses übereilte Vorgehen ausreden, Eamon. Unser Volk ist verängstigt. Unser König ist tot. Und unser Land wird belagert. Wir müssen vereint sein, um diese Krise zu überstehen. Königin Moin, eure eigene Schwester, hat unermüdlich für Ferelden gekämpft. Soll ihr Werk zerstört werden? Durch eure selbstsüchtigen Ambitionen auf den Thron spaltet ihr die Nation und schwächt unser Vorgehen gegen die Verderbnis. Kaelin vertraute auf die Stärke der Grauen Wächter gegen die dunkle Brut und wir alle wissen, wie weit ihn das gebracht hat. Reden wir lieber von der Wirklichkeit. Geschichten werden uns nicht retten. Ich kann euch nicht vergeben, Logan. Der Erbauer vielleicht, aber ich nicht. Unser Volk verdient einen König aus der Tharren-Linie. Alistair wird uns zum Sieg gegen die Verderbnis führen. Oh, mehr muss ich nicht tun? Nur keinen Druck. Der Kaiser von Orlé dachte ebenfalls, ich könnte ihn nicht zu Fall bringen. Er wartet nicht mehr Gnade, als ich ihm gewährt habe. Für mein Heimatland werde ich alles tun. Nun, das war erfrischend. Ich hätte nicht gedacht, dass Logan sich so schnell offenbart. Das weiß nur der Erbauer. Vielleicht ist er wahnsinnig. Ich dachte, eher fliegen Schweine, bevor Logan McTeer sich gegen unseren König stellt. Als meine Schwester König Marek heiratete, war er noch im Exil. Er und Logan waren damals untrennbar. Der wilde Prinz, der noch nie ein Schloss von innen gesehen hatte, und der Bauernsohn, der angeblich die Wiedergeburt eines alten Generals war. Als Logan sich Mareks Rebellen anschloss, war er nur ein magerer Junge. Aber er fiel auf die Knie
und schwor, er würde Ferelden befreien oder bei dem Versuch sterben. Und lässt sich mit einem Blutmagier ein, um mich zu vergiften. Das ist schwer zu verkraften. Die Kirche hat wohl recht. Macht korrumpiert. Logan ist der lebende Beweis. Ich hätte nie geglaubt, dass er je etwas tun würde, was nicht im Interesse Fereldens liegt. Aber wir sind gerade erst angekommen. Ruht euch ein wenig von der Reise aus. Sobald ihr euch ein wenig umgesehen habt, kommt in meinen Wohnraum. Dann besprechen wir unseren Plan im Einzelnen. Wenn ihr bereit seid, unsere Strategie zu besprechen, findet ihr mich oben in meinem Wohnraum. Dann überlegen wir uns unseren Plan für das Landting. Seine Lordschaft schickt keine Nachricht, dass er kommt, und jetzt ist das Haus voller Gäste. Andraste, schütze uns, das wird mein Untergang. Hoffentlich ist die Unterkunft nach eurem Geschmack, Wächter. Lasst mich wissen, wenn euch etwas stört. Mal was anderes als immer nur im Wald zu schlafen, nicht wahr? Kann ich euch irgendwie helfen? Denerim ist die wichtigste Stadt von Ferelden, nicht wahr? Es ist der Sitz der Macht, das Juwel der Königskrone. Es ist das Herz von Ferelden. Seine Mauern sind stark und umschließen große Schönheit. Schön wie das ganze Land und sein Volk. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Meine Mutter stammte aus Denerim und ich betrachte Ferelden als Heimat. Mutter diente einer Adligen aus Orlé, die während der Besatzung hier lebte. Als Orlé besiegt war und das gemeine Volk jeden Orlesianer verachtete, kehrte die Dame nach Orlé zurück und nahm meine Mutter mit. Ich wurde in Orlé geboren und kam erst viel später nach Ferelden. Mutter hat immer Geschichten von ihrem Heimatland erzählt. Sie hat es wohl sehr vermisst. Sie starb, als ich noch ganz klein war. Ich durfte bei Lady Cecily bleiben. Ich hatte sonst niemanden. Sie war schon recht betagt und ließ mich in Musik und Tanz ausbilden, um sie zu unterhalten. Es ist ungerecht, dass ich mehr Erinnerungen an Lady Cecily habe als an meine Mutter. Sie war eine ältere Dame, kultiviert und wohlerzogen. Ihre Manieren und ihr Geschmack waren ausgezeichnet, besser als die der meisten Ladies in Orlé. Cecily war auch großherzig. Meine Mutter war unverheiratet und hatte ein Kind. Ein Skandal. Cecily hätte meine Mutter hinauswerfen können. Sie tat es aber nicht. Das Einzige, woran ich mich deutlich erinnere, ist Mutters Geruch. Sie hatte immer getrocknete Blumen im Schrank bei ihrer Kleidung. Kleine, weiße Wildblumen aus Ferelden mit einem süßlichen Duft. Mutter nannte sie Andrastes Segen. Sie waren sehr selten in Orlé. Doch genug davon. Lasst uns weitergehen. Mal was anderes als immer nur im Wald. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Ich vermisse Val Royaux. Andere Städte beziehen ihr Leben und ihren Charakter durch die Einwohner, aber Val Royaux war selbst eine Person, ihre Bevölkerung kaum mehr als Dekoration. Es gab immer Musik in Val Royaux. Sie drang aus den vielen Fenstern. Stille Weisen neben Triumphgesängen. Und über all dem schwebte stets der Gesang von der großen Kathedrale. Es war großartig. Wenn ihr die Gelegenheit habt, solltet ihr zumindest Val Royaux mal besuchen. Natürlich hat Orlé Vor- und Nachteile, wie jeder andere Ort auch. Manchmal vermisse ich es sehr. Und dann wieder bin ich froh, nicht mehr dort zu sein. Ihr werdet darüber lachen, aber ich vermisse die schönen Sachen, die ich in Orlé hatte.
Kleider, prächtige Kleider und Pelze. Und Schuhe natürlich. Unter Adligen sind minderwertige Schuhe nämlich verpönt. Orlais ist so modebewusst. Es ist fast schon lächerlich. Ah, aber die Schuhe waren all den anderen albernen Tand wert. Nun, es sind eben Schuhe. Sie sind hübsch. Zumindest manche davon. Als ich Orlais verließ, waren gerade Schuhe mit kleinen spitzen Absätzen und Verzierungen an der Vorderseite in Mode. Ein Schleifchen oder eine Stickerei. Natürlich in Pastellfarben. Schließlich war Frühling. Ich möchte damit nicht laufen oder kämpfen müssen, aber um im Salon einer Dame herumzusitzen, sind sie perfekt. Die Schuhe in Orlais waren allerliebst. Ganz anders als die klobigen Lederstiefel mit Feldzierat hier in Ferelden. Igitt! Seht sie euch nur an! Danke. Es ist nett, dass ihr das sagt, auch wenn ihr diese schlammbespritzten Monster tragt. Es sind robuste Schuhe, aber manchmal möchte ein Mädchen, dass ihre Füße hübsch aussehen. Ach, ich könnte mich den ganzen Tag über Schuhe unterhalten, aber auf uns wartet noch Arbeit, nicht wahr? Mal was anderes. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Ich wusste, dass es dazu irgendwann kommen würde. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich hatte einen Traum. Es gab darin eine undurchdringliche Finsternis, fast stofflich und sehr real. Und es gab ein Geräusch, schrecklich und gottlos. Ich stand auf einem Gipfel und beobachtete, wie die Finsternis alles verschlang. Und als dieser Sturm den letzten Sonnenstrahl schluckte, da stürzte ich. Und die Finsternis zog mich hinein. Als ich erwachte, ging ich in den Garten der Kirche wie immer. Aber an diesem Morgen blühte der Rosenbusch in der Ecke. Jeder wusste, dass der Busch tot war. Grau und verdreht und knorrig. Unfassbar hässlich. Und dennoch, da war eine einzelne, wunderschöne Rose. Es war, als hätte der Erbauer seine Hand ausgestreckt und gesagt, selbst inmitten der Finsternis gibt es Hoffnung und Schönheit. Verzaget nicht. In meinem Traum stürzte ich, vielleicht sprang ich auch. Ich würde alles tun, um die Verderbnis aufzuhalten. Ich weiß, wir können es schaffen. Es gibt so viele schöne Dinge in der Welt des Erbauers. Wie könnte ich untätig dabei sitzen, während die Verderbnis das alles verschlingt? Deshalb seid ihr ein grauer Wächter. Kommt, wir haben eine Verderbnis aufzuhalten. Mal was anderes. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Natürlich! Und ich liebe Geschichten viel zu sehr, um sie für mich zu behalten. Jeder sollte doch etwas von ihnen haben. Wisst ihr, daran könnte ich mich gewöhnen. Bei meinem letzten Besuch in Denerim stieg ich in einer Taverne ab, in der sogar die Bettwanzen Flöhe hatten. Was sagt ihr? Ein hübsches Anwesen, nicht wahr? Was habt ihr auf dem Herzen? Ihr stört... So viele Besucher. So viele Nachttöpfe auszuleeren. Oh, wenn sie noch mehr Dreck reinschleppen, wird es einen Monat dauern, das alles wieder sauber zu machen. Stimmt es, dass unter den Besuchern des Abends...
Helena, wie oft muss ich es dir noch sagen, bevor du uns in deine Dämme... Wie kann ich euch helfen? Ei, also gut. Entschuldigt mich, ich muss im Wohnraum des Aals Staub wischen. Nein, ich komme aus Radcliffe. Lady Isolde hat mich letztes Frühjahr hierher gebracht, als ihre Kammerzofe. Aber ich habe hier Familie. Ich bitte um Verzeihung, Sir, aber die Haushälterin darf mich nicht beim Herumstehen erwischen, sonst rollt mein Kopf. Guten Tag. Seine Lordschaft schickt keine Nachricht, dass er kommt, und jetzt ist das Haus voller Gäste. Ah, Wächter. Ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht. Das ist Alina. Sie ist... Ich bin Königin Anoras Kammerzofe. Sie hat mich geschickt, um euch um Hilfe zu bitten. Aber vielleicht will die junge Dame lieber für sich selber sprechen. Die Königin ist in einer schwierigen Lage. Sie hat ihren Mann geliebt und ihrem Vater anvertraut, damit er ihn beschützt. Er kommt aber ohne König zurück und es gibt üble Gerüchte. Was soll sie davon halten? Sie macht sich also Sorgen. Aber wenn sie ihn darauf anspricht, antwortet er nicht. Er sagt nur, sie solle sich nicht weiter beunruhigen. Meine Königin vertraut ihrem Vater nicht mehr. Aber Loghain ist sehr raffiniert. Ganz anders als Randan Howe, der in alle Geheimnisse eingeweiht ist. Sie geht also zu Howe. Dass die Königin den neuen Earl von Denerim besucht, gebietet schon die Höflichkeit. Sie verlangt Antworten von ihm. Das würde keine anständige Person wiederholen. Er hat sie beschimpft. Verräterin war noch das Harmloseste. Und sie in einem Gästezimmer eingesperrt. Ich glaube, dass ihr Leben in Gefahr ist. Howe hat gesagt, tot sei sie als Verbündete wertvoller als lebendig. Vor allem, wenn Earl Eamon daran schuld wäre. Wir haben wohl keine Wahl und müssen Anora vertrauen. Die Königin ist beliebt. Wenn Loghain mir die Schuld an ihrem Tod in die Schuhe schieben könnte, ich bin nicht sicher, ob wir das Risiko eingehen können. Ich habe einige Uniformen. Earl Howe stellt täglich neue Wachen ein. Da fallen ein paar mehr gar nicht auf. Ich zeige euch den Dienstboteneingang. Wir müssen rein und mit meiner Königin wieder raus, bevor jemand etwas merkt. Danke, Wächter. Wir sollten uns beeilen. Es lässt sich nicht so leicht verteidigen, wie ich gehofft hatte. Aber es wird genügen. Ja? Wie ihr wünscht. Wenn mich noch ein Diener fragt, ob ich mich umziehen möchte, stecke ich das Haus in Brand. Ich erwarte euren Befehl. Wie ihr wünscht.
Ich bin eine Weile nicht hier gewesen. Sie haben den Speisesaal umgestaltet. Beschäftigt euch etwas? Natürlich. Ich bin froh, dass ihr helfen wollt. Mit Anoras Wissen haben wir gegen Loghain einen viel besseren Stand. Sie und Kaelin wurden einander als Kinder versprochen und sind praktisch zusammen aufgewachsen. Sie war ein kluges Kind, konnte schweigen und zuhören. Und mit ihren großen blauen Augen hat sie alles bekommen, was sie wollte. Aussehen von der Mutter, Verstand vom Vater und die besten Lehrer, die Marik für Geld kaufen konnte. Eine nicht zu unterschätzende Mischung. Laut Alina hat er sich zuerst gegen sie gewandt. Wenn er sie wirklich opfern will, wäre das ein gutes Argument, mit ihrem Vater zu brechen. Jedenfalls würde sie das alles viel lieber selbst fragen, als irgendwann zu erfahren, dass sie ermordet wurde. Wenn Anora gegen Loghain aussagt, wäre ihre Stimme beim Landting eine der einflussreichsten von allen. Wenn ihr nicht dort seid, auch. Es werden nur diejenigen sehen, die Loghain gegenüber bereits loyal sind. Euer Ruf eilt euch voraus, Wächter. Loghain weiß, dass er seine Pläne am besten möglichst weit von euch entfernt durchführt. Sie ist sicher mehr als ein Dienstmädchen. Aber für Anora ist eine Person ihres Vertrauens wichtig, die sich freier bewegen kann als sie selbst. Bedenkt, welche Hilfe sie und die Königin uns sein könnten. Wenn Anora gegen ihren Vater aufbegehrt, wäre das genau das, was uns bisher gefehlt hat. Jemand, der Loghains Pläne und Verbündete genau kennt. Mit ihrer Unterstützung können wir eine viel wirksamere Strategie gegen ihn entwerfen. Wie ihr wünscht, mein Palast ist euer Palast. In der Tat. Ja. 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 Ja, in der Tat. Ihr wisst also, dass ich ein Templer bin, richtig? Ich habe gehört, dass ihr eben kein Templer seid. Ihr habt zwar deren Ausbildung durchlaufen, wurdet aber dann ein grauer Wächter. Das stimmt, aber dennoch habe ich natürlich all ihre Fähigkeiten. Macht euch das nicht nervös. Sollte es das? Ich bin keine Abtrünnige. Ihr solltet diese Frage besser Morrigan stellen. Sie behauptet, keine Angst vor mir zu haben oder vor sonst jemandem. Aber ihr habt mehr Erfahrung mit Templern als sie. Ich weiß, das mag ihr bisweilen. Die Templer erfüllen eine Aufgabe, die notwendig ist. Wenn die Vorfälle im Turm etwas beweisen, dann, dass wir Magier gefährlich sein können. Sogar für uns selbst. So kann man das auch sehen. Wie auch immer. Ihr seid ein anständiger junger Mann. Wenn ihr mich töten wolltet, würdet ihr mir das doch sicher wenigstens vorher sagen, oder? Na sicher. Verlasst euch drauf. Natürlich.
Habt ihr Wulfs Gesichtsausdruck bei seiner Ankunft? Was ist Ihnen wohl vor? Ihr wart ziemlich beschäftigt und seid viel herumgekommen. Und immer wieder kommt ihr mit tragischen Neuigkeiten. Ich habe mich gefragt, ob ihr euch noch eine weitere Person näher ansehen könntet. Ihr werdet diese Schriftrolle bestimmt äußerst interessant finden. Unglücklich. Der Zustand verlangt, dass wir hier in der Stadt bleiben. Ja, das habe ich gehört. Fangen wir an. Na großartig, noch einer. Ihr möchtet vermutlich auch um eine Spende bitten. Ihr seid der jüngste Kusland, richtig? Sucht ihr nach Geld oder Männern, um euer Terranir zurückzuerobern? Ihr solltet lieber die dunkle Brut fragen. Sie hält jetzt Westhügel. Solltet ihr da nicht tot sein? Oder habt ihr bei Ostagar nur früh genug Fersengeld gegeben? Wie auch immer, ich habe nichts mehr für euch, grauer Wächter. Nicht einmal meine Söhne. Ihr verschwendet eure Zeit. Was glaubt ihr wohl? Ist die Verderbnis eurer Aufmerksamkeit entgangen? Der Krieg fordert die Jungen und die Starken als erstes ein. Und einer Pest sind Talent und Mut gleichgültig. Unser Gespräch ist sinnlos. Lasst mich in Ruhe, ich habe ohnehin nichts für euch. Die Gemeinschaft der Magier dankt euch. Möge der Erbauer auf euch herablächeln. Ebenso wie es nur eine Welt, ein Leben und einen Toten, so gibt es nur ein Gott. Was auch immer ihr wünscht. Eine Falle, direkt vor uns. Eine Falle, direkt vor uns. Und da haben wir also endlich den mächtigen Grauen Wächter. Die Krähen entbieten euch wieder einmal ihre Grüße. Und wo ist Severin? Er ist nicht bei euch. Wie enttäuschend. Dann werde ich ihn aufsuchen, sobald wir hier fertig sind. Hier bin ich, Taliesin. Sagt mir, hat man euch geschickt oder habt ihr euch freiwillig gemeldet? Oho, und da erscheint er doch noch. Natürlich freiwillig. Als ich hörte, der große Zephren hat sich von uns abgewandt, musste ich es einfach mit eigenen Augen sehen. Ist das so? Nun, hier bin ich. In Fleisch und Blut. Ihr könnt mit mir zurückkehren, Zephren. Ich kenne eure Gründe und werfe euch nichts vor. Es ist nicht zu spät. Kommt und wir denken uns eine Ausrede aus. Jeder macht mal einen Fehler. Und das werde ich keinesfalls zulassen. Was? Ihr seid weich geworden. Es tut mir leid, alter Freund. Aber die Antwort ist nein. Ich komme nicht zurück. Und ihr hättet in Antiva bleiben sollen. Ja. Ja. Feinde nähern sich. Das wird nicht lang dauern. Wertlose Ratte. Ich werde es hier. Jetzt geht's. Du bist kein Gegner für mich. Thank you.
Wie ihr meint. Oh nein, nicht du! Wie ihr meint. Jetzt spürst du Stahl! Los, stirb schon! Wir müssen zu ihr! Ja, sofort! Ja. Ich werde es tun. Deine Angst ist deine Schwäche. Lasst uns tanzen. Also dann. Es ist soweit. Taliesin ist tot. Und ich bin frei von den Krähen. Sie werden annehmen, dass ich zusammen mit Taliesin gestorben bin. Solange niemand ihnen das Gegenteil berichtet, werden sie nicht nach mir suchen. Ich weiß nicht, dass ich jetzt Alternativen habe. Bisher hatte ich keine. Ich schätze eure Gesellschaft, aber jetzt frage ich mich, ob es nicht an der Zeit ist zu gehen. Praktisch betrachtet wäre das doch das Beste, oder nicht? Auf mich wartet eine bislang nie gekannte Freiheit. Aber ich möchte, dass ihr die Entscheidung trefft. Soll ich gehen? Also gut, das klingt natürlich überzeugend. Und so wie es aussieht, stolpert ihr ja regelmäßig über Schätze. Widmen wir uns also wieder der aktuellen Aufgabe. Es gibt doch sicher noch viel zu tun. Ich werde es tun. Ja, sofort. Braska! In der Tat.